Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Ja, im letzten Part, da sind wir über den Fluss gekommen und hier in die Kirche. Wir haben auf dem Friedhof das Grab von Mathis Konrad gefunden und wir befinden uns hier jetzt hier in der Kirche und wir könnten hier in diese Tür gehen, was wir auch gleich mal tun werden. Denn da ist auch Licht. Da scheint jemand zu sitzen. Mit dem können wir wohl reden. Das scheint der Pastor zu sein. Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Aber ich brauche Zuflucht. Aber ich brauche Zuflucht. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mathis Konrad. Ja. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit, ich will alles hören. Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Ja, ich habe das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Oh nein! Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Aber... Ich bin ja gleich wieder da. Warte hier bitte. Und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Okay, aber... Gut, dann schauen wir uns wenigstens mal ein bisschen um, wenn wir hier schon warten müssen. Oh. E-G-A-H-D. Okay. Das scheint auf der Orgel auch spielbar zu sein. Können wir uns das irgendwie notieren? Schauen wir mal, was wir das gleich mal machen. E... G-A-H-T. So, gut, notiert. Aber ich sollte es woanders hinlegen, am besten hier. So, okay. Aber scheinbar können wir uns das nicht weiter angucken. Wir können nur weiter rausgehen. Okay. Was können wir uns noch anschauen? Die Kopfhörer können wir scheinbar nehmen. Ja. Gut. Gott. Ah, können wir den auch nehmen? Ich brauche Verstärkung. Dann bin ich dein Mann. Jo, anziehen. Nicht schlecht. Können wir auch damit reden? Ich brauche Verstärkung. Dann bin ich dein Mann. Ach so, das war das Gleiche. Habe ich nicht auf Nehmen getippt? Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. Ja, ist ja besser. Boah, wir können einfach mal... Jetzt bekommt er auch Strom. Und sehr die cool. Akustik ist ja auch besser. Sehr schön. Okay, können wir ihn irgendwie benutzen hier? Jo, können wir. Aber der Pastor ist immer noch nicht zurück. Können wir uns hier nicht weiter umsehen? Da können wir rausgehen. Können wir nicht woanders noch entlang? Wo ist denn die Orgel eigentlich? Können wir die Kanzel hier benutzen? Ich bin nicht so der pastorale Typ. Ach so. Okay. Schauen wir mal. Seltsam. Jetzt ist plötzlich abgeschlossen. Das ist ja merkwürdig. Abgeschlossen. Halt. Hier können wir scheinbar entlang. Okay. Da ist auch noch eine Tür. Können wir da denn raus? Nein. Abgeschlossen. Also irgendwie macht mir das gerade ein bisschen Angst, dass da überall abgeschlossen ist. Hier ist scheinbar nichts. Da ist aber die Orgel.
ist aber niemand. Verdammt. Ach, da ist noch eine Leiter. Wo ist denn derjenige? Papa! Was? Edna. Was ist hier passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon. Das hättest du niemals tun dürfen. Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Aber... Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ich darf nie wieder in die frische Luft. Kann ich hier bleiben? Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Ganz einfach. Ganz einfach. Moment. Was ist das? Was? Können wir da... Moment. Schalter. Können wir da nicht irgendwas mit den Kopfhörern irgendwo was machen? Müsste doch irgendwo was gehen. Ach, da. Schau mal, was ist denn da? Müsste doch damit funktionieren. Ja, genau. Kopfhörer. Benutze. Wo sind denn die Kopfhörer? Ich sehe sie nicht. Halt, können wir doch damit. Damit können wir doch sicher irgendwas machen. Nein! Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Okay, können wir das nicht nehmen? Das ist kein Walkman. Okay. Benutzen. Ich nehme den Stöpsel mit und stecke ihn in das Kassettendeck. Ja, das ist eine gute Idee. Okay. Die hängt jetzt wahrscheinlich runter. Oder? Schauen wir mal. Ach, wir können doch nach oben. Gut, dann gehen wir noch nach oben, wenn wir das noch können. Probieren wir mal das. Was hat das uns jetzt gebracht? Mach keinen Lärm da oben, sonst komme ich rauf und hol dich runter. Oh. Gut. Dann halt nicht. Naja, du willst Ruhe haben, dann machen wir was anderes. Schauen wir mal. Den machen wir mal aus. So, wo ist denn die H-Taste? Oh. Das klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen. Ja, irgendwie schon. Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung! Die Saiten schwingen in Harmonie mit der Orgel. Das ist eine gute Idee. Moment.
funktionieren die Kopfhörer nicht hin. Können wir das nicht benutzen? Ansehen? Da drin lässt sich nichts erkennen. Das kann allerdings auch daran liegen, dass da nichts drin ist. Okay. Gut, nochmal. Gibt's da nicht noch einen tieferen Ton? Ja. Ein noch tieferes Haar. Oh. Und was hat uns das jetzt gebracht, dass die Kopfhörer da rausgefallen sind? Wo waren jetzt? Moment. E. Sehr schön. G. Es dröhnt und dröhnt und dröhnt. Und nochmal? Komm, das macht Spaß. Und D. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Ja! Oh mein Gott! Hey, das rockt! Howie! Aufhören! Das ist ja grauenvoll! Schalt das ab! Das ist voll schön! Das ist Kunst! Das war lustig. Das war echt toll. Mann. Ja, die Kopfhörer auf. Dann hört das ja nicht, wenn wir jetzt da oben was machen, ne? Hallo. Ding, dong, ding, dong. Auf geht's. Oh. Das hört sich nicht Was so gut an. Was war das für ein Schrei? Das hört sich nicht so gut an. Wir sollten mal schon nachschauen, was da unten los ist. Ups. Wo ist denn der Schlüsselmeisterin? Hallo? Hallo? Oh nein. Oh. Das wollte ich doch nicht. Oder wollte ich das? Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Als hättest du was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Oh. Nimm den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Ja. Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Oh oh, das hört sich gar nicht gut an. Ich habe langsam das Gefühl, wir kommen auf etwas. Wir stoßen jetzt langsam auf etwas, was nicht so gut ist. Endlich daheim. Was Und was nun? Ich kann mich erinnern. Aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Was? Es ist alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Okay, was sind das eigentlich für Gartenzwerge hier? Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Können wir... Niemals! Nutzen?
ansehen? Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Vielleicht einer deiner Kumpel? Die reden nicht mit uns. Gut, dann müssen wir zu härteren Maßnahmen. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Ja, anheben ist ja auch scheiße. Der hier war's nicht. Anheben ist auch scheiße. Zertrümmern wir die lieber. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Upsala. Der hier war's nicht. Der hier war's auch nicht? Okay. Weiter zertrümmern. Aber in welchem... Der hier war's nicht. Warum willst du den nicht zertrümmern? Der hier war's nicht. Dann war's der obere. Warum wolltest du den nicht gleich zertrümmern? Ja, warum machst du es jetzt nicht? Jetzt denn... Na, wer sagt's denn? Ja, warum hast du den nicht gleich gemacht? Es ist doch immer der Letzte, den man ausprobiert. Ja, den hast du gerade freiwillig als Letzte ausprobiert. Aber gut. Wir haben den Haustürschlüssel. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Oh nein! Warte mal, können wir uns die Scherben da nehmen, wenn die schon da angezeigt werden? Nimm Scherben. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. Okay. Wir können hier in das Haus gehen. Sehr gut. Alles kaputt und dreckig und vermodert. Können wir noch irgendwo entlang? Disteln. Können wir echt nirgendwo... Ach, da geht's zum Schuppen. Okay. Hab nichts gesagt. Können wir da nicht rein? Doch. Na, ob ich da aber eigentlich rein will, das ist die andere Frage. Da ist ein Spaten, den können wir uns vielleicht nehmen. Und eventuell die Schneeschaufel. Wir haben noch Herbst. Okay. Aber da. Die Zange könnte uns eventuell helfen beim Schlüssel. Deswegen sollten wir die jetzt mitnehmen. Gut. Hallo. Gut. Das könnten wir eigentlich probieren mal. Das mit der Zange könnten wir jetzt eigentlich mal probieren. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So wie ich das mir gedacht habe. Liebe Zange. Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Sehr schön. Schauen wir mal. Es müsste doch eigentlich funktionieren, dass wir... Moment. Zur Hintertür. Da war doch ein Fass. Eventuell können wir die Tonscherben da wieder aufweichen und alles. So habe ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfreds Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Sehr gut. Mit dem Spaten können wir hier mal die Disteln entfernen. Die sind vor dem Kellerfenster. Genau. Damit komme ich dem Unkraut bei. Sehr gut. Benutzen. So. Oh nein, es klemmt. Auch das noch. Och Mann. Wie können wir das denn jetzt aufbrechen? Ups. Ah, sehr gut. Es hat ein komisches Geräusch gemacht. Boah, der Keller. Jetzt ist die Treppe aber nicht mehr ganz so geschwungen. Jetzt sind wir aber drin, immerhin. Oha, wir sind oben. Ja, wir sind drin, wir sind oben. Und jetzt können wir nach oben. Können wir das Schulzimmer, Arbeitszimmer... Oh, ein Feuerzeug. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Ach was.
Der ist ja auch tot, deswegen kannst du ihn noch nirgendwo sehen. Wo ist denn das Wohnzimmer? Das müsste eigentlich hier sein. Ja. Schauen wir uns da mal ein bisschen um. Ach, da geht's zur Veranda. Da geht's in die Küche. Na gut. Wir könnten aber mal den Ofen heiß machen. Es ist ja ein bisschen kalt hier drin. Da müsste man mehr frieren ja ein bisschen. Feuerzeug. Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Sehr schön. Er brennt. So, machen wir den alten Trick erneut. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Haben wir ja schon mal gemacht. Das hat geklappt. So. Was einmal geklappt hat? Ja, was einmal geklappt hat, kann wieder klappen. Die Topflappen haben wir ja noch. Sehr schön. Moment. Ach genau. Nein, so würde das gar nichts bringen. Hä? Ach, der Generalschlüssel. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Genau, stimmt. Den haben wir ja eingeschmolzen damals. Halt. Was machst du denn da? So leid es mir tut. Ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Ja, leider. Tut mir auch leid. So, wieder entnehmen. Kinder, das Gold ist fertig. Okay, ich komme schon. Moment. Gießen wir gute Idee. Ich schütte das Gold in die Form. Wie vorher auch. Hat ja auch schon mal funktioniert, ne? Anne, wo können wir das denn abkühlen? Also raus will ich dazu nicht unbedingt. Ist denn... Geh mal erstmal nach oben. Kann man das da oben nicht irgendwo abkühlen? Ah, ein Bad. Da ist sogar noch was drin. Ihhh. Das hat aber funktioniert, immerhin. Sehr schön. Yippie, mein eigener Haustürschlüssel. Yay. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Warum denn? Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Ach, der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Ach so. Yay, jetzt haben wir endlich wieder den Schlüssel. Sollen wir jetzt ins Ednas Zimmer gehen damit? Ich würde sagen, ja. Gut, dann gehen wir nach oben. Oh Gott, ist hier oben alles kaputt. Okay. Auf, rein mit uns. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Und da werden wir wieder in die Vergangenheit tempomorpht. Jetzt bin ich echt gespannt, was da... wo wir das Tagebuch verstecken und was uns da erwartet. Ich werde es jetzt noch mit aufnehmen, weil ich denke, dass das Finale kann ein bisschen länger sein. Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Ach Gott. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harf. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt?
Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, ihre disziplinären Maßregelung zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs. Danke. Sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Diese kleine Mistkröte! Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Das liegt doch hier oben. Schau mal. Einsehen. Hey, da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie! Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Ja, endlich. Aber dazu müssen wir jetzt erstmal das Fenster öffnen. Harvey, du gehst am besten mal nach draußen. Und wir schauen uns da draußen mal ein bisschen um. So. Da ist der Alfred. Kann man über sonst noch irgendwas reden? Nee. Wir können aber mal sagen, dass da ein Specht vor dem Fenster ist. Ein weiterer Specht. Oder ein Specht. Und was ist das? Das wird nicht mehr näher gezeigt. Aber wir haben immerhin zwei Themen, mit denen wir über Edna reden können. Edna, Edna, schau mal. Hey Edna, warum machst du es nicht wie der Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Hehehe. Das Alfred. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Ja, absolut. So. Wir könnten mal den Schrank öffnen. Und an der Tür klopfen. Ja, bitte? Tür, Schrank benutzen. Komm mit, Harvey! Hihihi. Die versteckt sich wohl sehr gerne in Schränken. Lass das so. Hey, wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Scheint so. Schau halt nach. Komm, Tür zu. Hey! Tür zu. Tja. Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mathis zu finden. Ja. Ich suche im Obergeschoss. Du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Natürlich. Du, Edna. Ja, Harvey? Was ist, wenn Mathis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mathis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben. Aber ich habe ein wenig Angst. Das ist gar nicht gut. Gut. Ich würde sagen, wir durchstöbern erstmal die Küche. Vielleicht macht er ja was zu essen. Oh Gott. Was ist denn da los? Oh Mann, Harvey. Edna, Edna, Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mathis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst.
Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mathis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Oh Mann, Harry. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Ich weiß es auch nicht, aber irgendwie spielst du ein bisschen verrückt. Oh, Harry, schon wieder. Ach du meine Güte. Ja. Ah! Edna, Edna, Edna! Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Oh Mathis verheizt Kinder im Ofen. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Oh weia. Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber wir sollten weitergehen. Halt. Können wir da nicht irgendwie raus? Ja. Können wir scheinbar nicht. Können wir scheinbar nicht, nö. Können wir echt nicht zur Hintertür? Warum können wir da nicht hin? Warum klappt es nicht? Da können wir auch nicht hin. Hä? Wir können irgendwie gar nichts machen. Müssen wir da etwa raus? Edna, hilf uns mal. Hebst du mich kurz hoch? Na klar. Ach so, ja, er kann ja keine Türen öffnen. Wie ist er denn überhaupt in den Keller gekommen? Oh, weia. Aha, wie hat eine blühende Fantasie gerade. Sehr schön. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mathis. Harvey hat voll die Halluzinationen. Wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Nein, Edna, dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es... Geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch. Okay. Dann gehen wir mal zur Veranda. Vielleicht ist er ja da. Da war er ja beim letzten Mal auch. Oh, weia. Oh, jetzt tritt Harvey völlig ab, oder? Ah! Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mathis. Und den Leibhaftigen. Und sie... Ach, ja. Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Okay. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Ihre Tochter und mein Sohn. Ha! Dann müsste man ihr erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie... Entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht.
Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Aber... Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Netter zu Alfred? Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen? Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Na, warte! Nein, Harvey! Ah! Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so! Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Wahnsinnig? Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Da staunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Nein. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Aber nicht, Alfred. Bitte. Hilf mir, Edna. Er tut mir weh. Was soll ich denn bloß tun? Schubs ihn. Was? Schubs ihn einfach. Schubs ihn die Treppe runter. Edna, was? Edna hat Alfred umgebracht, weil er Harvey bedroht hat. Oh weia. Oh Gott. Das erklärt natürlich einiges. Oh nein. Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Ja, du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor, aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey, er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität, all dein Spaß! Sieh doch, er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand. Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei. Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß. Oh nein. Was soll ich denn bloß tun? Oh nein. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Kann man irgendwie kurz speichern? Ja, wir speichern mal ganz kurz. Am besten hier. Und jetzt hören wir erstmal auf Dr. Marcel. Und danach schauen wir uns, was danach passiert, wenn wir auf Harvey hören. Tschüss, Harvey. Es tut mir furchtbar leid. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Oh, war ja.
Armer Harry. Ja, und ja, was ist jetzt? Jetzt ist das Spiel zu Ende. Edna ging zurück in die Anstalt und bekam eine Charakterkorrektur. Ihr neuer Name ist Alfredine. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist Abwaschen und Akten sortieren. Oh weia. Alfredine. Dr. Marcel gab seine Karriere auf, kaufte sich ein Hausboot und holte auf seine alte Tage noch olympisches Gold im Profiangeln. Oh weia. Ach du meine Güte. Hoti ging nicht zurück in die Anstalt. Er begann eine Karriere als Bankräuber. Nachdem er einen Bankangestellten erschoss, stellte er sich den Behörden. Was zur Hölle? Das ist sehr merkwürdig. Alu wurde schließlich vom Blitz getroffen und verwandelte sich in ein Lichtwesen. Wortwörtlich gemeint. Tschüss, Alu. Rest in peace. Ja, was ist mit Moti? Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Hä? Okay. Gut. Ende. Alles klar. Okay. Das war ein merkwürdiges Ende. Alfredine, hallo? Man kann doch Edna nicht Alfredine nennen. Jo, und jetzt? Ende, Ende, Ende. Was denn? Hoppala. Das kann man schnell wegdrücken. Das hören wir uns dann später an. Beziehungsweise schauen wir uns das später an, wenn wir den zweiten Teil gemacht haben. Jetzt machen wir erstmal den anderen Teil. Und schauen uns an, was passiert, wenn wir auf Harry hören. Dazu gehen wir jetzt erstmal auf Spielen. Oh, war ja. Moment, laden. Da. Ja. Ich würde gerne Slot 1 laden, dankeschön. Dann schauen wir uns jetzt, was passiert, wenn wir den anderen wählen. Wenn wir auf Harry hören. Oh weia, der Poloschläger. Und Harvey, oh Gott, wie böse der ausschaut. Boah. Echt hart. Und jetzt? Haben wir ihn runtergeschubst oder was? Oh Gott. Oh weia. Edna ging nicht zurück in die Anstalt. Die Polizei fahndete wochenlang vergeblich nach dem verwirrten Mädchen. Die Suche wurde abgebrochen, als man schließlich die Überreste eines blauen Stoffhasen im Ozean fand. Oh. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Hä, ich dachte, der ist tot. In der Kirche. Hm, merkwürdig. Moti ging alleine zurück in die Anstalt. Nach 2 Wochen ohne Hoti wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Überglücklich nahm er einen Job als Bankangestellter an. An seinem zweiten Arbeitstag wurde er bei einem Überfall erschossen. Ach du meine Güte! Blase musste auf dem Rückweg zur Anstalt noch einmal austreten. Auf der Tankstellentoilette traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Nein! Ach du meine Güte! Der Spieler soll hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Hä? Das verstehe ich immer noch nicht, okay. Aber gut. Interessant. Ende. Wahrscheinlich war es Hoti, der Moti erschossen hatte, als er Bankangestellter wurde. Interessant. Und der Schlüsselmeister wurde nie gefunden, der ist doch aber tot in der Kirche, dachte ich. Aber gut, es war ein richtig witziges und interessantes Projekt, finde ich. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir beim Spielen. Ja. Also ich fand es sehr, sehr toll. Es hat mir wirklich, wirklich, wirklich großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch für alle, die mir dabei zugesehen haben, die mir beigestanden haben und die jetzt auch so erschüttert waren wie ich über das Ende. Ich meine, ich kannte es ja schon, aber... Ja, es war jetzt ein recht kurzes Projekt. Ich glaube, zünden wir den Mond an, Harvey. ich glaube, Gronkh hat viel, viel länger gebraucht als ich jetzt, aber ich habe ja auch ziemlich kurz, also ich habe, glaube ich, nur das Nötigste gemacht.
Ich wollte es auch nicht unnötig in die Länge ziehen, weil ich mag das selber nicht, wenn man da ewig lange an verschiedenen Dingen sitzt. Aber gut. Wir haben es jetzt ganz gut abgeschlossen, finde ich. 16, 17, 18 Parts sind doch ganz ordentlich. Habe auch mit so viel ungefähr gerechnet. Jetzt muss ich nur überlegen, was ich als Nachfolgeprojekt mache. Das wird noch entschieden. Also ich glaube nicht, dass ich sofort mit Harveys neuen Augen weitermachen kann. Das Problem liegt nämlich in der Hardware. Aber warten wir mal ab. Wir sehen dann, was als Nachfolgeprojekt kommt. Das werdet ihr demnächst dann sehen. Also einfach beim nächsten Upload-Termin. Wo eigentlich Edna kommen sollte, werdet ihr dann sehen. Beziehungsweise wer auf Facebook und Twitter folgt, der wird eventuell schon ein paar Tage vorher dann sehen, was da los ist. Wenn ich den Upload-Plan erneuere. Da normalerweise kann man da schon ein bisschen erkennen, was denn folgt und alles. Und ja, jetzt sind wir noch die ganzen Leute hier, aber das müssen wir uns jetzt auch nicht komplett antun. Ja, schön, die ganzen Namen. Entwicklerkommentar, Installer, Hintergrundgrafik. Vielen Dank an Alexander Grimm und Wolf Weidner. Und ja, scheinbar war es das. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dann, tschüss!